Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man ein Code-GUI in Roblox Studio erstellt. Das heißt, ihr könnt hier raufklicken, dann irgendeinen Code eingeben, senden und redeemen. Aber bevor das Video losgeht, vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Und los geht's! So, der allerschnellste Weg, dieses Code-GUI zu bekommen, ist es, auf meinem Kanal Mitglied zu werden. Mitglieder Tier 2 oder höher können auf unserem Discord-Server die fertigen Dinge aus meinen Tutorials einfach herunterladen und dann in ihr Spiel reinziehen. Das sieht dann so aus, ich habe hier die Datei, zieh die rein und da haben wir das Code-Script. Das ziehe ich in den Server-Script-Service rein. Hier drin befindet sich dann noch das Codes-GUI. Das packen wir in Starter-GUI rein. Und dann ist es auch aufgesetzt, so wie wir es eben schon gesehen haben, dass wir hier auf Codes klicken können. Der Code Based bringt zum Beispiel 100 Cash. Und so einfach ist das. Wenn ihr das Ding jetzt selber machen wollt, dann besteht es halt aus genau diesen Teilen. Es besteht einmal aus diesem Codes-GUI, einem Code-Script, einem Codes-Modul und halt dem Datenmanager, wo wir speichern, was der Spieler schon für Codes hat und natürlich, was er überhaupt bekommt für die Codes. Ich meine, was bringen einem Codes, wenn ihr nichts habt, was ihr dem Spieler geben könnt? So, das Code-GUI ist ganz simpel. Es gibt den Codes-Button hier, um das GUI zu öffnen. Dann den Codes-Frame. Der ist aktuell auf Invisible gestellt. Wenn wir ihn auf Visible machen, sehen wir, so sieht er aus. Der besteht dann wiederum aus einem Input, wo die Leute ihren Code reinschreiben. Ein Senden-Button, womit gesendet wird. Keine Ahnung. Info, weil Leute gerne Infos dazu schreiben. Dann hier der unten noch ein Textlabel für den Output, wo dann steht, yay, du hast dies und das bekommen, weil das machen richtig viele Roblox-Spiele falsch. Sie lassen dich Codes eingeben und am Ende siehst du gar nicht, was du dafür bekommen hast. Oder du siehst es irgendwo hier unter dem GUI, wo es einem gar nichts bringt. Und der Überschrift. Ihr könnt dann hier natürlich Bilder und was ich alles machen. Ihr könnt es designen, wie ihr wollt. Das steht euch komplett frei. Aber wenn ihr das GUI so haben wollt, wie ich sie habe, einfach Mitglied auf meinem Kanal werden, dann könnt ihr es auf Discord herunterladen. Wichtig ist, dass ihr bei dem Input einfach nur für die Convenience Text Editable auf True habt und Clear Text on Focus aus habt, falls die Leute halt rausklicken, wieder reinklicken, damit der Code nicht weg ist. Und sonst sollte eigentlich alles klar sein. Das könnt ihr jetzt so gestalten, wie ihr wollt. Der Output hier, der ist nicht unsichtbar, sondern da steht einfach nur gar nichts drin. Wir könnten hier auch was reinschreiben, dann würde da was drinstehen. Aber da soll halt noch nichts drinstehen, weil wir keinen Output haben. Und am Ende, wenn ihr das Spiel veröffentlicht, sollte der Codes-Frame natürlich nicht mehr visible sein. Also klicken wir hier auf visible rauf, dann ist der aus und man kann ihn nicht mehr sehen. Jetzt kommen wir zum Codes-GUI-Script. Und das ist halt das Client-Script, das sich um das GUI kümmert, welches natürlich nichts kann ohne diese komplette Servergeschichte hier, zu der wir nachher kommen. Das Code-GUI-Script, das ziehe ich hier einfach mal auf Vollbild, damit ihr auch alles sehen könnt. Also wir brauchen auf jeden Fall den Replicated Storage und den User Input Service. Holen uns dann die Remote Function, die später dafür da ist, um die Codes halt zu senden. Die heißt dann einfach Codes Remote Function und ist vom Type her eine Remote Function. Dann holen wir uns das GUI, heißt hier GUI, Codes Button und Codes Frame und sind halt Script.Parent und dann GUI, Codes Button und Codes Frame, genauso wie hier halt. Script.Parent ist das GUI, dann Codes Frame, Codes Button. Und in dem Codes Frame gibt es den Input, den Senden-Knopf und den Output, die wir dann halt auch so suchen. Find First Child Input, Senden und Output. Und die sind hier im Codes-Frame. Input, Senden und Output. Als erstes schreiben wir eine Funktion, um... Zuerst schreiben wir eine Funktion, um das GUI anzuzeigen oder auszublenden. Und die sieht einfach so aus. Input.Text wird leer gemacht. Output.Text wird leer gemacht, damit wir später keine Probleme mit haben. Und Codes-Frame.Visible ist das Gegenteil von Codes-Frame.Visible. Also not CodesFrame.visible, damit es halt entweder sichtbar oder unsichtbar wird, je nachdem, welches State es gerade hat. Als nächstes connecten wir die Funktion noch zu CodesButton.activated, Doppelpunkt connect, und dann halt diese Funktion, CodesButton, ist dieser Button hier, beziehungsweise dieser Button hier. Wenn der angeklickt wird, wird dieser Frame hier angezeigt. Dann kommen wir schon zu der Funktion, um den Code zu senden. Diese Funktion brauchen Debounce, also da sagen wir local senden, Debounce ist gleich false. Die Funktion Code senden sieht so aus, als erstes gucken wir, ist gerade Debounce aktiv oder steht im Input nichts drin, dann können wir abbrechen, weil wenn im Input nichts drin steht, gibt es auch nichts zum Senden. Und wenn der Debounce aktiv ist, dann wollen wir es auch nicht machen. Dann sagen wir, Debounce ist gleich true. Und dann senden wir auch den Code. Und den Code senden wir über eine Remote Function. Das bedeutet, das ist nicht nur ein Event, das ist eine Funktion, die uns ein Ergebnis zurückliefert. Deswegen sagen wir, Local Ergebnis ist gleich Codes Remote Function Invoke Server Input.Text. Also das, was im Input drin steht, wird jetzt einfach so an diese Remote Function geschickt. Was am Ende damit passiert, das schreiben wir ja gleich noch. Und egal, was das Ergebnis ist, es wird dann in den Output reingeschrieben und der Input wird leer gemacht. Wird er wahrscheinlich sowieso gemacht, wenn wir Enter drücken. Finde ich mir gerade gar nicht so sicher, aber er wird auf jeden Fall leer gemacht. Und am Ende warten wir noch eine Sekunde und packen den Debounce dann wieder auf False, weil wir wollen halt nicht zu viele Anfragen gleichzeitig an den Server schicken. Deswegen haben wir hier einen Debounce. Aber ein Debounce, der Client-Side implementiert ist, den kann man nicht vertrauen. Das heißt, wir werden Server-Side auch nochmal einen Debounce machen. Und theoretisch ist das hier immer so eine gute Möglichkeit, um Hacker zu finden. Das heißt, wir könnten hier jetzt zum Beispiel in 10 Sekunden Debounce hinpacken und dann gucken, ja, kommt die Anfrage schneller als 10 Sekunden an, na, dann hat wohl jemand geschummelt. Das könnt ihr aber auch nur dann machen, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid,
dass die Funktion so funktioniert, wie ihr auch denkt. Wenn nicht, dann bannt ihr vielleicht falsche Leute. Am Ende müssen wir das hier noch connecten zu senden.activatedConnect, Code senden. Und wir wollen nicht immer nur auf senden drücken müssen, sondern wir möchten auch Enter drücken können, wenn wir den Code eingegeben haben. Und dafür sagen wir Input, also das Input-Feld, wo wir reinschreiben, .focusLostConnectFunction. Und diese Funktion gibt uns immer einen Wert zurück, der heißt Enter pressed. Und wenn Enter gepresst wurde, also wenn die Leute Enter gedrückt haben, dann führen wir auch Code senden aus. Dann wird das If-Statement geschlossen und dann wird die Funktion geschlossen und dann ist das Ganze auch connected. Und jetzt wird es auch schon zuverlässig gesendet. Die nächsten beiden Sachen sind eher Convenience. Sprich, als erstes haben wir hier Frame schließen, wenn man rausklickt, damit wir nicht immer auf den Senden-Knopf drücken müssen, um das GUI zu schließen, sondern auch hier oben in die Ecke klicken können oder hierhin oder sonst irgendwo hinklicken können. Heißt, wenn wir aus dem Frame irgendwo rausklicken, soll der Frame auch geschlossen werden. Und ich sehe gerade, ich habe hier das E vergessen, aber dann steht halt jetzt Maus im Fram statt Maus im Frame. Ist ja an sich auch egal, wie die Variablen heißen, ist gleich false. Und jetzt müssen wir erst tracken, ist die Maus im Frame, das heißt Codes Frame, das ist dieser Frame hier, also wenn die Maus irgendwo in diesem Frame drin ist, Codes Frame.Maus Enter, wenn die Maus draufkommt, Connect Function Maus in Frame ist gleich True. Und wenn die Maus wieder runtergeht von diesem Frame, dann sagen wir Maus im Frame ist gleich False. Ist jetzt nicht die höchste Kunst, kann noch ein paar Ausnahmeszenarien geben, die es verbuggen, aber wir wollen ja jetzt nicht zu viel hier schreiben. Und dann brauchen wir noch den User Input Service, Input Begin, Connect, Function Key und Game Processed. Dann sagen wir, wenn der Input vom Game Processed wurde, sprich wenn ihr irgendwo in den Chat reingeschrieben habt oder so, oder was gekauft habt für Robux, dann sollen wir es einfach alles ignorieren. Oder wenn der Frame gar nicht sichtbar ist, Not Codes Frame Visible, then Return End. Also in den Fällen machen wir nichts. Aber falls der Frame sichtbar ist und wir auch irgendwas gedrückt haben, was jetzt nicht vom Spiel irgendwie anders prozessed wurde, dann gucken wir, wenn die Maus nicht im Frame ist, heißt, wenn wir außerhalb des Frames mit der Maus sind und die linke Maustaste gedrückt haben, dann wird Codes Button Click ausgeführt, sprich, der Frame wird wieder invisible gemacht. Das wär's. Damit haben wir auch das gemacht und damit ist das GUI auch sehr viel cooler als viele andere GUIs. Und als letztes wollen wir noch die maximale Inputlänge beschränken, weil Exploiter nutzen das natürlich gerne aus, wenn sie Sachen zum Server schicken können. Deswegen sagen wir input.changedConnectFunction input.text ist gleich input.text Doppelpunkt sub 164. Das heißt, wenn jemand einen Code reinschreibt, der länger ist als 64 Zeichen, dann werden die hinteren Zeichen alle wieder weggemacht. Das kann ich euch einmal hier zeigen, weil wir sind jetzt hier fertig mit diesem Code-GUI-Script. Und wenn ihr das so aufgebaut habt und so gecodet habt, dann habt ihr schon mal ein GUI, das genauso funktioniert, dass wenn ihr hier raufklickt, geht's auf, wenn ihr hier raufklickt, geht's wieder zu. Wenn ihr hier raufklickt und dann meinetwegen hier hinklickt, geht's auch zu. Wenn ihr aber hier hinklickt, dann funktioniert's. Also ihr könnt immer noch auf diese Roblox eigenen Sachen klicken, da passiert nichts, weil das wird vom Game processed. Das könnt ihr immer noch machen, während der Chat offen ist. Aber wenn ihr dann irgendwo hinklickt, was nicht prozessed wird, zum Beispiel hierhin, geht das GUI auch zu. Und dann haben wir hier so einen Input und hier kann ich jetzt viele Zeichen reinpacken, aber ab 64 Zeichen seht ihr schlecht, weil es zu klein ist, aber ich tippe weiter, aber er lässt es nicht zu, dass ich mehr sende. Hat einfach den Sinn, dass wir Buffer-Overflow-Attacken nicht so leicht machen wollen. Ich bin mir nicht sicher, wie anfällig Roblox auf Buffer Overflow ist. Damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt, aber wir brauchen uns gar nicht drauf ankommen lassen. Deswegen haben wir das da geschrieben, dass alles auf 64 Zeichen begrenzt wird. Wenn wir auf Senden drücken, würde aber immer noch nichts funktionieren, weil diese Remote-Function halt immer noch nicht da ist. Und dafür gehen wir jetzt in das Codes-Script rein, das wir hier im Server-Script-Service haben. Und das Codes-Script ist auch sehr einfach aufgebaut. So, ich mache es euch nochmal groß. Wir holen uns den Replicated Storage und wir holen uns das Codes-Modul, welches sich halt hier im Code-Script drin befindet. Das Codes-Modul schreiben wir als letztes. Heißt require script Doppelpunkt find first child Codes-Modul. Und jetzt müssen wir die Remote-Function erstellen. Heißt Codes-Remote-Function ist vom Type Remote-Function, ist instance.new Remote-Function. Der Name von der Remote-Function ist Codes-Remote-Function und der Parent ist der Replicated Storage, damit die Spieler es auch finden können. Und am Ende sagen wir noch Codes-Remote-Function.onServerInvoke, heißt, wenn der Spieler halt was an diese Remote-Function schickt, wenn er sie invoked, dann wird diese Funktion ausgelöst, die nimmt den Parameter Spieler und den Code, den der Spieler mitgeschickt hat und returnt das Ergebnis von Codes-Modul Doppelpunkt redeem code Spieler, Code. Theoretisch könntet ihr das, was wir hier stehen haben, alles ins Codes-Modul einbauen und halt kein Modul, sondern ein Script draus machen. Aber ich wollte halt die Möglichkeit lassen, dass ihr das Codes-Modul noch anderweitig ansprechen könnt und deswegen haben wir daraus ein Modul gemacht. Es geht hier auch ein bisschen darum, um euch zu zeigen, was möglich ist. Das ist alles, was in dem Script drin steht und jetzt kommt die wahre Magie und zwar hier im Codes-Modul. Bevor wir aber zum Codes-Modul kommen,
spreche nochmal den Datenmanager an, weil der ist jetzt hier drin. Ihr werdet aber euren eigenen Datenmanager haben oder euer eigenes System, um eure Daten zu handhaben. Wenn ihr dafür kein eigenes System habt, schaut euch unbedingt mein Tutorial zu Profile Service an. Da zeige ich nämlich, wie man genau diesen Datenmanager hier erstellt. Und ihr könnt aus der Videobeschreibung auch diesen Datenmanager runterladen. Könnt ihr jetzt mal was ändern, damit ihr es besser seht. Wir sagen jetzt, die Spielerstats heißen nicht mehr Spielerstats, sondern Leaderstats, damit uns auch das Geld angezeigt wird im Game. Also an dem Datenmanager habe ich tatsächlich gar nichts geändert. Aber der wird wahrscheinlich nicht hier drin liegen, sondern er wird wahrscheinlich hier sein oder seinen ganz eigenen Platz haben. Ich habe den jetzt aber hier drin, einfach nur so. Kommen wir jetzt zum Codes-Modul, die wahre Magie hinter all dem. Das, worauf ihr so lange gewartet habt. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch das Codes-Modul. Und das sind 113 Zeilen Code. Ziemlich simpler Code. Ich bemerke gerade, dass wir Clayers Service gar nicht nutzen. Also die Zeile könnt ihr sogar streichen. Das war eine Überlegung von mir am Anfang, die ich aber gestrichen habe. Also diese Zeile braucht ihr gar nicht. So. Aber wir brauchen den Datenmanager, den requiren wir in dem Fall script.parentFindFirstChildDatenManager. Ihr werdet den wahrscheinlich woanders haben und wir requiren den halt. Und die Conny Library, die kennt ihr inzwischen schon, heißt require 90, 29, 91, 72 und 64. Weil die Conny Library werden wir mal wieder für den Debug uns benutzen, damit wir nicht so viel Code schreiben müssen. Dann haben wir hier unser Codes-Modul und im Codes-Modul befindet sich der Table Codes, wo alle Codes drin sind und die Funktionen, die dann ausgeführt werden. Das heißt, wir haben hier Codes-Modul.Codes und dann haben wir zum Beispiel den Code Based und der Code Based führt dann die folgende Funktion aus: Function, Spieler. Wir holen uns erstmal das Spielerprofil aus dem Datenmanager raus. Hier haben wir für eine eigene Funktion geschrieben, dazu komme ich gleich noch. Und am Ende sagen wir Profil.data.statistiken.cache ist plus gleich 100. Das heißt, der Code Based bringt uns 100 Cache dazu. Und am Ende returnen wir True, weil es erfolgreich war, und den String 100 Cache, weil das ist das, was der Spieler bekommen hat. Wir wollen den Spieler ja auch anzeigen, was er gekriegt. Dann der Code Bester Code macht genau das gleiche, nur dass man 1000 Cache hier bekommt. Dann gibt es noch den Code Abonniert, der gibt einem ein Secret Pad, und zwar Table Insert Profil.Data.Inventar.Items, und da wird halt ein String Secret Pad jetzt integriert. Weil wir haben jetzt kein Pad-System, deswegen das ist nur so beispielhaft. Wir haben jetzt einen String anstatt ein richtiges Pad. Return True und ein Secret Pad. Und als letztes der beste Code meiner Meinung nach. Codesmodul.code nix. Der Code nix bringt uns nix. Der macht auch gar nichts außer returned nix. Wunderbar. So, diese Funktion ProfilGetten, die haben wir hier geschrieben. Codesmodul ProfilGetten nimmt den Spieler rein. Und erstmal gucken wir, wenn kein Spieler angegeben wurde, kein Spieler angegeben, gibt es einen Error. Als nächstes holen wir uns das Profil über Datenmanager Doppelpunkt GetProfileAsync. Die Funktion ist halt im Datenmanager drin. Falls ihr einen eigenen Datenmanager habt, müsst ihr eure eigene Funktion machen, um an euer eigenes Datenprofil ranzukommen. Und falls das Profil nicht geholt werden konnte, sagen wir AssertProfil, Spielerprofil nicht gefunden, dann gibt es halt den nächsten Error. Falls wir das Profil aber haben, wird das Profil returned. Das heißt, es gibt diese zwei Punkte, an denen es scheitern kann. Entweder es wird kein Spieler mitgegeben, das ist dann ein Fehler von euch. Oder es wurde kein Profil gefunden, das kann einfach daran liegen, dass der Spieler noch verlassen hat, gekickt wurde, gecrashed ist oder sonst was. Und in dem Fall gibt es halt Errors und es wird nicht true returned, es wird nichts ausgegeben, weil an der Stelle erroren dann all diese Codes. Die nächste Funktion, fangen wir lieber hier an, ist Codesmodul check if already used. Da schauen wir erstmal nach, ob der Spieler den Code schon benutzt hat. Dafür nehmen wir einmal den Code rein. Das ist ein String, ganz einfach, zum Beispiel based. Und den Spieler. Als erstes holen wir uns wieder das Profil mit self-profil-getten, Spieler. Und wenn wir kein Profil haben, dann sagen wir return end. Das brauche ich hier gar nicht reinschreiben. Die zwei Zeilen hier, die lösche ich mal. Die habe ich da reingeschrieben, weil ich am Anfang noch die andere Funktion hatte. Weil diese Funktion hier, die errort ja selbstständig. So, also, jetzt haben wir das Profil und gucken jetzt, wenn profil.data.inventar.usedcodes nicht existiert, dann erstellen wir erstmal den Table Used Codes. Und wenn dieser Table noch gar nicht existiert, dann hat der Spieler auch noch keine Codes benutzt. Das heißt, wir können return false. Der Code wurde auf jeden Fall nicht benutzt. Falls dieser Table aber schon existiert, dann loopen wir durch den Table durch. For underscore, Komma, Codename in profil.data.inventar.usedcodes do. Wenn der Codename, den wir hier finden, dem Code entspricht, der hier oben dabei ist, dann return wir true. Und falls nicht, dann return wir false, dann wurde der Code noch nicht benutzt. Wenn der Code dann irgendwann benutzt wurde, callen wir später die Funktion markIsUsed und die holt sich einfach nur das Profil und sagt dann am Ende table.insert profil.data.inventar.usedcodes, Code. Und dieser Table existiert auf jeden Fall, weil wir immer am Anfang checken, ob der Code benutzt wurde, bevor wir den Code benutzen und als benutzt markieren. Das heißt, hier brauchen wir das hier nicht schreiben. Und dann return wir true. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Funktion, um den Code zu verifizieren, sprich um zu gucken, ob dieser Code überhaupt existiert. Dafür sagen wir erstmal, wenn kein Code mitgeliefert wurde, ja, dann return will n. Und wenn es nicht der Type String ist, dann return wir auch n. Jetzt gucken wir, if self.codes code
then return true, self, codes, code, comma, code. Das heißt, wir returnen erstmal, yo, gibt es den Code true? Dann returnen wir die Funktionen, die dieser Code hat. Self.code sind ja dann immer diese Funktionen hier, die wollen wir ja am Ende haben, um sie ausführen zu können. Und wir returnen am Ende nochmal den richtigen Namen von dem Code. Warum? Wir wollen ja Groß-Kleinschreibung irrelevant machen. Natürlich könnten wir sagen, ja, Groß-Kleinschreibung ist super wichtig. Dann reicht es, wenn wir Code hier hinten weglassen. Dann reicht diese Zeile hier. Und wir brauchen diesen Loop hier am Ende gar nicht machen. Aber wir wollen es den Spielern ein bisschen einfacher machen. Deswegen sagen wir, Groß-Kleinschreibung ist egal. Und dafür machen wir dann auch den zweiten Loop. Und zwar, wir loopen durch Pairs self.codes durch. Durch alle Codes wird durchgeloopt, Code Function und Code Name, und dann sagen wir if string.lower, Code Name entspricht string.lower Code, dann returnen wir true, die Code Function und den Code Namen, den richtigen Code Namen mit richtiger Groß-Kleinschreibung. Falls wir den Code nicht gefunden haben, sagen wir false, weil dann existiert der Code einfach nicht. Und jetzt kommt die wichtigste Funktion, und zwar die redeem Code Function, wo wir jetzt alles zusammenfügen. Wir kriegen da ja den Spieler und den Code rein. Als erstes gucken wir, wenn der Spieler nicht existiert oder der Code nicht existiert oder der Code kein String ist oder der Code länger ist als 64 Zeichen, weil wir vertrauen den Spieler nicht, dann returnen wir Error 1. Wir arbeiten mit solchen Error Codes, damit, wenn euer Spieler dann irgendwann mal einen Code eingibt und einen Error bekommt, dann kann er euch sagen, ja, ich krieg da immer Error 1, und ihr könnt nachgucken, Error 1 ist, ah ja, okay, die Funktion wurde entweder nicht richtig aufgebaut, oder, was viel wahrscheinlicher ist, wenn ihr diese Meldung nur einmal bekommt, da hat ein Spieler wohl einen Code reingeschickt, der zu lang ist. Mhm. Hilft halt beim Debug, wenn ihr eindeutige Fehlercodes habt. Dann bauen wir einen Debounce ein, und zwar if not Conny Library, Gatekeeper, Code Redeem, Punkt, Punkt, Spieler, Punkt, User ID 1. Das heißt, wir hauen ein Debounce rein mit der Länge 1 Sekunde, und zwar für den Key, Spieler, Punkt, User ID, und davor schreiben wir Code Redeemen. Wenn ihr nicht wisst, was der Gatekeeper macht, der nimmt halt einen String rein, einen eindeutigen String, und haut dafür ein Debounce rein. Und dann returnen wir nicht so schnell, mein Jung, weil dann hat der Spieler auf jeden Fall dieses Remote Event gespammt, und das schneller, als er eigentlich kann. Weil man kann ja wegen dem eine Sekunde, die bei uns gar nicht schneller spammen. Das kann ich euch nachher noch zeigen. Ich sollte das hier vielleicht auch mal einrücken, fällt mir ein, damit das gleichmäßig eingerückt ist. Und dann geht's endlich los. Erstmal müssen wir den Code verifizieren, und die Code-Verifizieren-Funktion, die returnt ja immer drei Werte. Und zwar, ob der Code existiert, die Code-Funktion und am Ende auch noch den richtigen Codenamen. Das heißt, wir sagen jetzt local code gefunden, code Funktion und code. Wir überschreiben die Variable code hier mit den drei Ergebnissen von self code verifizieren. Und jetzt können wir sagen, if code gefunden ist gleich false, dann returnen wir falscher Code. If code gefunden ist gleich nil, dann returnen wir error 2. Error 2 bedeutet, dass diese Funktion irgendwo geerrored hat. Irgendwo ein Problem hatte oder irgendwas. Zum Beispiel, Code wurde nicht mitgeliefert, Code ist kein String. Als nächstes checken wir, ob der Code schon benutzt wurde. Das heißt, wir sagen local code verbraucht ist gleich self, Doppelpunkt, check if already used, Code Spieler. Dann wird halt die Funktion hier oben gecallt. Also entweder sie errored selbst oder sie returned false oder true oder false. Das sind die Möglichkeiten, die diese Funktion hat. Das heißt, wir sagen jetzt, Code verbraucht true ist. Dann sagen wir, Code wurde bereits genutzt, und dann ist Ende. Wenn nil returned wird, dann sagen wir error 3, weil dann hat die Funktion auf jeden Fall einen Fehler gehabt. Und als nächstes markieren wir dann den Code als schon verbraucht, weil wir markieren ihn erst als verbraucht, bevor wir dem Spieler was geben, damit wir dem Spieler gar nicht erst die Möglichkeit lassen, irgendwelche Tricks zu benutzen, um den Code mehrfach einzulösen. Das heißt, wir sagen jetzt self, Doppelpunkt, mark as used, Code Spieler, wird dann ausgeführt, und am Ende sagen wir hier, if not markiert, then return error 4, weil markiert, mark as used, returned immer true, oder hat halt einen Fehler irgendwo. Und jetzt, wo der Code echt ist, noch nicht benutzt wurde und als benutzt markiert wurde, können wir endlich den Code ausführen. Das heißt, local Ergebnis, Belohnung ist gleich die Code-Funktion. Und die Code-Funktionen hier sind ja immer so aufgebaut, die returnen immer das Ergebnis, true, und die Belohnung. Oder sie errorn halt, und das Ergebnis ist false oder nil. Das heißt, wir sagen if Ergebnis, wenn das Ergebnis true ist oder existiert, dann returnen wir an den Spieler Code erfolgreich für unterstrichen, Punkt, Punkt, Belohnung, unterstrichen, eingelöst. Weil in dem Fall wäre es für 100 Cash eingelöst, hier wäre es für 1000 Cash eingelöst, hier wäre es für ein Secret Pad eingelöst und für nix eingelöst. Und das wird immer unterstrichen. Falls das bei euch nicht funktioniert oder diese Zeichen wirklich so drinstehen, dann müsst ihr noch bei dem Codes-Frame hier bei dem Output in den Properties nach unten scrollen und Rich Text aktivieren. Rich Text muss an sein, und wenn das an ist, dann funktioniert es, dass es dann auch unterstrichen wird. Naja, und falls das Ergebnis false oder nil ist, dann returnen wir Error 5, weil dann hat die Funktion irgendwo einen Error gehabt. Und das wäre jetzt eigentlich schon das gesamte Code-UI. Die einzige Aufgabe, die ihr jetzt noch habt, ist, findet den Fehler. Ich habe hier in dem Aufbau dieses Code-UIs einen Fehler eingebaut, der grundsätzlich erstmal kein großes Problem ist, aber es ist halt eine Verwundbarkeit. Es ist nicht so, dass ihr die Codes mehrfach einlösen könnt oder so, aber es kann halt die Spieler-Experience in bestimmten Ausnahmefällen
reduzieren. Findet heraus, was der Fehler ist, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Ihr braucht euch jetzt aber auch keine Sorgen machen, dass das GUI jetzt überhaupt nicht funktioniert. Es wird funktionieren. Aber es gibt halt eine Fehlersituation, die ich hier einfach noch drin gelassen oder vielleicht auch mit Absicht eingebaut habe. Wenn ihr es findet, würde es mich wirklich interessieren. Falls nicht, auch nicht so schlimm. Dann habt ihr ja immer noch dieses Code GUI, das ihr jetzt einfach so benutzen könnt. Und am Ende wollen wir das Ganze natürlich noch einmal testen. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Play. Wir haben unten im Output keine Fehler. Das ist schon mal gut, keine Fehler zu finden. Und dann klicke ich hier auf Codes, gebe dann den Code Based ein. Drück Enter und Code erfolgreich für 100 Cash eingelöst. Und er sieht hier oben, ich habe jetzt 100 Cash. Dann gebe ich den Code Based nochmal ein und er sagt, Codes wurde bereits genutzt. Ich gebe jetzt den Code Abonniert ein und er sagt, Code erfolgreich für ein Secret Pad eingelöst. Das Secret Pad, das sehen wir hier jetzt nicht, weil das wird uns nirgends angezeigt, aber es ist theoretisch jetzt im Profil gespeichert. Ich kann auch genauso gut Nix eingeben und kriege dann Nix. Und wenn ich Nix nochmal eingebe, sagt der Code bereits genutzt. Und wenn ich Based falsch schreibe, dann sagt er falscher Code. Das funktioniert alles. Ich klicke jetzt einfach hier hin. Das GUI schließt sich. Funktioniert alles einwandfrei. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Mitglied auf meinem Kanal werden würdet. Das hilft mir wirklich sehr, weil die Tutorials, die werden nicht von so vielen Leuten angeguckt wie die anderen Videos. Aber ich mache die Tutorials halt wirklich sehr gerne und damit unterstützt ihr mich. Das wäre es aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!